Heute befassen wir uns mit einer Geschichte, die über die Jahre hinweg unfassbar große Wellen schlagen konnte. Die Geschichte von Wayne Celestin, der verantwortlich für das sogenannte Shedden Massacre war. Er soll im Laufe seiner Karriere einer der brutalsten Rockerbosse gewesen sein, die es zu seiner Zeit gab. Doch bevor wir ins Video starten, der beste Weg, um meine Arbeit auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten. Und wenn ihr Lust auf Geschichten aus der Unterwelt habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Damit starten wir in die Geschichte. Celestin ist deutscher Abstammung. Er behauptet, dass seine Vorfahren Hessen waren, die während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges angeheuert wurden, um für die britische Krone zu kämpfen und die sich nach dem Ende des Unabhängigkeitskrieges im Jahr 1783 in der britischen Kolonie Oberkanada niederließen. Der Journalist Peter Edwards, der Kriminalkorrespondent des Toronto Stars, schrieb, Celestin sei ein pathologischer Lügner und obwohl er deutscher Abstammung sei, gäbe es keine Beweise für seine Behauptung, seine Vorfahren seien Hessen gewesen. Celestin hat ebenfalls häufig behauptet, in der kanadischen Armee gedient zu haben, aber Edwards schrieb, dass diese Behauptung falsch sei. Celestin hat eine lange Vorstrafengeschichte, die bis ins Jahr 1967 zurückreicht. Im Jahr 2016 berichtete die Toronto Sun, dass seit seinem 18. Lebensjahr im Jahr 1967 Celestin eine Reihe von Verurteilungen wegen 3 Anklagepunkten wegen Körperverletzungen, 3 wegen weiteren Körperverletzungen, 3 wegen Besitz nicht registrierter Waffen und angehäuft hat. Mehr als ein Dutzend Anklagepunkte wegen verschiedener Waffen, Eigentums- und Diebstahlsdelikte. Als Celestin im April 2006 verhaftet wurde, sagte ein Polizist dem Journalisten Timothy Appleby von The Globe and Mail, er ist ein Typ, dem einen die Haare im Nacken zu Berge stehen würden, wenn man ihn treffen würde. Das ist ein furchteinflößender Mensch. Am 1. Juli 1977, als die Outlaws-Bande nach Kanada expandierte und eine Niederlassung in London, Ontario öffnete, indem sie die Satan's Choice-Abteilung ausbesserte, versuchte Celestin beizutreten, wurde jedoch abgelehnt, da er als heißer galt. Slang für einen Kriminellen, der ständig die Aufmerksamkeit der Polizei mit sich zieht. Im Jahr 1978 galt Celestin als Verdächtiger des Mordes an Giovanni Di Filippo, obwohl er nie angeklagt wurde. Celestin durfte den Annihilators MC mit Sitz in St. Thomas gründen, der als Marionettenclub der Outlaws Chapters in London existierte. Bei Celestins Prozess wegen Körperverletzung im Jahr 1982 sagte einer der Zeugen aus, dass in kriminellen Kreisen weithin bekannt sei, dass Celestin 1978 Giovanni Di Filippo, einen Geschäftsmann aus Woodbridge, Ontario, ermordet habe. Di Filippo war beim Öffnen seiner Tür von einem als Pizzabote getarnten Attentäter getötet worden, der eine Waffe zog und ihm in den Kopf schoss. Eine polizeiliche Untersuchung ergab, dass Celestin Di Filippo mit ziemlicher Sicherheit ermordet hatte. Es lagen jedoch nicht genügend Beweise vor, um Anklage gegen ihn zu erheben. 1982 verließ Celestin Thorndale und kaufte für 50.000 US-Dollar eine Farm. In Celestins Bauernhaus herrschte Unordnung. Auf dem Rasen vor dem Haus lagen rostige Autos, in der Küche herrschte unlackiertes Kiefernholz, Steinkamin im Wohnzimmer und eine Sauna und ein Whirlpool aus Zedernholz im Keller wurden als charmant und gemütlich beschrieben. Innerhalb der Mauern befand sich Celestins geheimes Waffenlager, die er trotz zweier lebenslanger Waffenverbote besaß. Im Jahr 1984 zahlte Celestin eine Geldstrafe von 700 Dollar, nachdem er wegen Übergriffs auf eine Türsteher in einer Bar in London, Ontario verurteilt worden war. 1985 wurde Celestin verhaftet, nachdem bei ihm Rauschgift im Wert von rund 35.000 US-Dollar sowie eine nicht registrierte Handfeuerwaffe gefunden worden war. Der Fall wurde jedoch nicht vor Gericht weiterverfolgt. Celestin wurde dann im Endeffekt zum Präsidenten der Annihilators, nachdem zuvor eine Bande mit einem anderen Namen entstanden war. Auf die Außenseite seiner Farm malte Celestin dann das Logo der Annihilators, das an rechte Zeichen erinnerte. Celestin ärgerte seine Besucher immer wieder, da er Nägel auf den Parkplatz warf, was dafür sorgen sollte, dass sie die Behörden davon abhalten sollten, sich seiner Farm zu nähern. Er vergaß jedoch immer wieder, wohin er die Nägel platziert hatte, und so wurden des Öfteren auch die Fahrzeuge seiner Besucher beschädigt. Wir schreiben nun das Jahr 1989. Es stand eine Motorradausstellung an, auf der auch Celestin anwesend war. Er hatte sich betrunken und dann griff er einen Polizisten an und kurz darauf wollte er noch fliehen, indem er ein Auto stahl, was zu einer Verfolgungsjagd führte. Die Jagd endete dann beim Clubhaus der Outlaws, als Celestin die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, was dafür sorgte, dass er gegen die Wand fuhr. Im Juni 1991 hatte er das Feuer auf ein Mitglied der Outlaws eröffnet und diesen schwer verletzt. Der verletzte Biker wurde vor ein Krankenhaus gebracht und so konnte sein Leben noch einmal gerettet werden. Die Behörden dachten sich nun wohl, dass sie Celestin endlich zur Strecke bringen würden, da die Beweislast sehr drückend war, doch sie lagen falsch.
Der verletzte Biker hatte sich dazu entschieden, den Code of Silence einzuhalten und daher kooperierte er nicht mit den Behörden und so kam Celestine wieder davon. Der Biker hatte Celestine sogar ein Alibi gegeben. 2 Tage nachdem die Anklage gegen Celestine wegen versuchten Mordes fallen gelassen wurde, wurde der leblose David Sparky O'Neill aufgefunden. O'Neill wurde selbst wegen eines Polizistenmordes gesucht und es wird davon ausgegangen, dass Celestine was mit dem Verschwinden von O'Neill zu tun hatte. O'Neill hatte die Farm von Celestine öfter besucht und auch nach dem Polizistenmord suchte er nach einem Unterschlupf, wo er wieder bei Celestine landete. Doch Celestine würde nicht immer wieder davonkommen. Anfang 1992 verkaufte Celestine eine Pistole und Rauschgift an einen verdeckten Polizisten. Die Behörden waren Celestine generell immer wieder auf der Spur und sie wollten genug gegen ihn in der Hand haben, wenn die Handschellen endlich klicken würden. Das Project Bandido der Polizei war im vollen Gange und im Laufe dieser Operation wurde Celestine festgenommen. Celestine wurde dann im Endeffekt zu einer Gefängnisstrafe von 6 Jahren verurteilt. In seiner Zeit im Gefängnis musste er sich immer wieder Drogentests stellen, die immer wieder positiv waren. Celestine wurde dann im Jahre 1994 wieder freigelassen und kurz darauf wurde eine weitere ermordete Person in der Nähe seiner Farm aufgefunden. Dieser Mordfall wurde nie gelöst. Quellen berichteten davon, dass sie etwas getan haben könnte, was Celestine aufgeregt haben könnte, doch es bleibt unklar, was wirklich passiert war. Celestine hatte zu dieser Zeit eine lokale Bekanntheit. Er soll sich des Öfteren wie folgt vorgestellt haben. Hi, ich bin Wayne Celestine, ich verkaufe Drogen und töte Menschen. In den 90ern kam es dazu, dass die Hells Angels immer mächtiger wurden. Es kam auch immer wieder zu Gewaltakten, als die Hells Angels immer mächtiger wurden in der Unterwelt. So wurden Ende der 90er 2 wichtige Mitglieder der Outlaws von verbündeten Hells Angels zur Strecke gebracht. Es ging damals auch darum zu demonstrieren, dass sie die neue Macht in der Stadt waren. Es kam zu einem Rodeo von Bikern, wo die Hells Angels nicht eingeladen waren, doch sie kamen trotzdem und hinterließen einen Eindruck. Doch sie waren nicht die einzigen in der Stadt, die was zu melden hatten. Salvatore Vecchio war ein Millionär und ein Businessman, der sich mit den Hells Angels assoziierte. Er war einer der reichsten Personen der Gegend und einer der wenigen, die einen Ferrari hatten. Die Behörden fanden dann eines Tages seinen leblosen Körper in der Nähe von der Farm von Wayne Celestine. Die Behörden gingen ein weiteres Mal davon aus, dass Celestine was mit der Tat zu tun hatte. Celestine hatte sich in den Krieg mit den Hells Angels verwickelt, doch er hatte auch erkannt, dass er mit seinen Annihilators MC einfach zu schwach war, um gegen so eine Großmacht anzukommen. Die Outlaws wollten ihn immer noch nicht akzeptieren und daher verbündete er sich mit dem Loners MC. Zu dieser Zeit hatte Celestine auch einen Freund, der ihm treu war, es war Giovanni Boxer Massedir. Es war ein klarer Schritt für die beiden nach oben, als sie sich den Loners angeschlossen hatten, denn sie waren viel etablierter wie die Annihilators. Die Loners brauchten auch die nötige Manneskraft, damit sie gegen die Hells Angels überhaupt die geringste Chance hatten. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung waren Kämpfe und Schießereien fast schon an der Tagesordnung in der Unterwelt. Es gab aber auch ein Angebot der Hells Angels, dass die Loners sich ihnen Patch für Patch anschließen konnten. Celestine war gegen dieses Angebot, denn er wusste, dass die Hells Angels zwar Interesse an den Loners hatten, aber sie würden ihn nicht akzeptieren. Es gab auch eine Abstimmung im Club der Loners, wer sich den Hells Angels anschließen wollte, jedoch war es nie eine richtige Abstimmung, denn Celestine ging gegen alle vor, die pro Hells Angels waren. Dies würde aber auch nicht ungestraft bleiben. Ein pro Hells Angels Mitglied und ein Hells Angel hatten sich zusammengeschlossen, um den Ganzen endlich ein Ende zu bereiten. Sie waren bewaffnet und auf der Suche nach Celestine, den sie dann schlussendlich auch in seinem Truck vorfinden konnten. Sie eröffneten das Feuer, aber Celestine konnte aus dieser Aktion noch einmal unverletzt hervorgehen. Die Polizei durchsuchte nach dem fehlgeschlagenen Anschlag die Farm von Celestine und dort fanden sie unzählige Waffen und sogar einen Rocket Launcher. Er wurde danach auch angeklagt. Um die Jahrtausendwende verschlechterte sich die Situation ein weiteres Mal rund um Celestine. Die Hells Angels vollzogen einen Mass-Patch-Over, was dafür sorgte, dass sich unzählige Clubs ihnen angeschlossen hatten und so wurden sie in kürzester Zeit zu dem mächtigsten Rockerclub des Landes. Die Loners waren somit einer der wenigen Clubs, die sich nicht den Hells Angels angeschlossen hatten. Ein Jahr später hatten sie sich dazu entschieden, sich den Bandidos anzuschließen. Celestine war zu dieser Zeit noch im Gefängnis, doch er würde im August des Jahres 2004 wieder freikommen und sich direkt wieder in die Unterwelt begeben. Er wurde zum Sergeant at Arms bei den Bandidos, doch zu seinem Missfallen hatte Giovanni Massedir mittlerweile Karriere gemacht, als Celestine eingesperrt war und daher war dieser im Club höher gestellt. Die Eigenschaften von Boxer Massedir waren hoch angeschätzt im Club. Er wurde als furchtlos, loyal und ehrlich beschrieben.
Marcelier hatte Celestine aber nicht vergessen und er sorgte dafür, dass immer wieder Club-Meetings auf der Farm von Celestine abgehalten wurden. Celestine war aber auch eine schwierige Person. Er hatte nicht einmal eine Harley Davidson, was eigentlich eine Voraussetzung war, und es war auch gegen die Clubregeln. Ironischerweise konfrontierte er andere, die auch gegen diese Regel verstoßen hatten. Im Juli 2004 hatte Boxer ein neues Bandidos-Chapter eröffnet, dessen Mitglieder auf Probe waren, die von Michael Santham angeführt wurden. Als Santham angekündigt hatte, dass er sich den Bandidos anschließen würde, gab es ein paar Bedenken. Es soll wohl immer wieder Gerüchte gegeben haben, dass Santham früher Polizist war. Celestine sprach aber davon, dass die Gerüchte nicht wahr waren, und er und Santham wurden im Laufe der Zeit Freunde. Das Winnipeg Chapter waren zu diesem Zeitpunkt immer noch keine vollwertigen Mitglieder des Clubs, da störte auch Santham, und daher hatte er sich dazu entschieden, sich mit Celestine zu treffen, um die Lage zu besprechen. Celestine hatte ihm dann wohl gesagt, wenn er Bandidos Patches anziehen wollte, dann sollte er sich einfach seine eigenen machen, was natürlich auch ein Verstoß gegen die Clubregeln war. Die Bandidos hatten sich auch mittlerweile verändert. Unter der Führung von Boxer war der Club finanziell nicht mehr so stark und einfach nicht profitabel. Der Club wurde immer schwächer, und so kam es auch dazu, dass sie einige Clubhäuser verloren hatten. Die amerikanische Führungsebene war überhaupt nicht zufrieden, was mit den kanadischen Bandidos passiert war, und daher hatten sie sich dazu entschieden, Boxer aus dem Club zu werfen und jeder, der ihm folgte. Es wurde auch von Marcelier erwartet, dass er und seine Gefolgsleute die Clubfarben der Bandidos nicht mehr tragen sollten und diese zurückgeben. Boxer und seine Gefolgsleute hatten sich mittlerweile in die No Surrender Crew umbenannt. Santham hatte Celestine auch erzählt, dass die No Surrender Crew plante, sich den Outlaws anzuschließen, was Celestine gegen die No Surrender Crew brachte. Celestine wurde bei einem Treffen der Befehl gegeben, dass er die Bandidos Patches der No Surrender Crew wieder zurückholen sollte, sonst würde er selbst aus dem Club fliegen. Es war der 7. März 2006, Celestine, Santham und ein weiteres Mitglied der Bandidos sich mit der amerikanischen Führungsebene trafen. Bei dem Treffen ging es strikt darum, dass die Patches der No Surrender Crew entnommen werden müssen. Wenn Celestine erfolgreich wäre, würde er zum neuen nationalen Präsidenten der Bandidos werden, und das Winnipeg Chapter würden alle zu Full-Patched Mitglieder werden. Es ist nicht klar, ob die Rede davon war, dass gleich die ganze No Surrender Crew aus dem Weg geräumt werden sollte, aber die Patches mussten genommen werden. Celestine und Santham machten sich sofort an die Arbeit, um einen Plan zu schmieden. Santham informierte seine Gefolgsleute, dass es den Befehl gab, dass sie gegen die No Surrender Crew vorgehen müssten. Er sagte seinen Männern, dass Celestine Unmengen an Waffen auf seiner Farm hatte. Sie trafen sich dann auf der Farm mit Celestine, um den Plan zu schmieden. Nun kommen wir zum April des Jahres 2006. Celestine beschuldigte ein Mitglied der No Surrender Crew, dass er ein Polizeiinformant war. Dabei handelte es sich um Jamie Flans. Boxer hatte die Anschuldigung nie so richtig ernst genommen, doch er hatte sich dazu entschieden, einem Treffen auf der Farm zuzustimmen, um die Anschuldigungen zu diskutieren. Boxer und Celestine einigten sich darauf, dass das Treffen auf der Farm von Celestine abgehalten würde. Einer der Biker, der auch bei diesem Meeting anwesend sein würde, war Paul Sinopoli. Dieser stand zu dieser Zeit schon unter Überwachung der Polizei. Sie hatten auch sein Telefon abgehört, und er sprach davon, dass er sich nicht wohlfühlen würde bei dem Meeting und dass er nach einer Ausrede suchen würde, damit er nicht teilnehmen musste. Nun sind wir am Tag angekommen, der später als das Shedden Massacre bekannt wurde. Celestine hatte alle Frauen von der Farm geschickt. Das Meeting war gegen 10:30 angesetzt, und die ganze No Surrender Crew erschien zum Treffen. Celestine hatte seine Gäste empfangen, und er brachte sie in die Mitte der Halle, wo er ein bisschen Platz für das Treffen freigeräumt hatte. Santham und seine Männer waren bereit, um zu handeln. Louis Chopper Raposo hatte er jedoch den bewaffneten Santham erkannt, und er wusste, dass es eine Falle war, und er öffnete sofort das Feuer. Santham wurde zwar getroffen, aber fast nicht verletzt, da er eine schusssichere Weste trug. Er schoss zurück und traf Raposo, der nicht geschützt war. Danach brach sofort Chaos aus. Paul Sinopoli und George Kriarakis wollten das Chaos ausnutzen, um zu fliehen, doch es war zu spät, und sie wurden bei der Flucht von Celestine getroffen. Die No Surrender Crew hatte von Anfang an keine Chance, sie waren in die Falle getappt, und daher mussten sie darauf hören, was Celestine von ihnen wollte. Celestine hatte wohl Spaß daran, die No Surrender Crew zu quälen. Er sagte ihnen, dass es nun Zeit war, die Patches zu nehmen, und über die nächsten 2 Stunden dachte er wohl nur darüber nach, ob er ihnen nur die Patches nehmen würde oder ob er die No Surrender Crew endgültig aus dem Weg räumen würde. Er erlaubte Boxer sogar, dass er seine Freundin anrufen könnte, unter der Bedingung, dass er nichts Dummes sagen würde, und daher rief er sie an und fragte nur, wie es dem Baby ginge. Es ging noch für eine unerträglich lange Zeit, bis sich Celestine dazu entschieden hatte, die No Surrender Crew aus dem Weg zu räumen.
Danach wurde einer nach dem anderen aus der Farm gebracht und das Schicksal war nun besiegelt. Nach den Taten befahl Celestine, dass die No Surrender Crew in die Autos gebracht wird, damit sie die Beweise endlich verschwinden lassen konnten. Celestine wollte sie nach Ontario bringen, was eine Gegend war, die geprägt war von den Hells Angels. Er hatte die Hoffnung, dass die Polizei die Hells Angels in diesem Fall verdächtigen würden. Doch es gab ein Problem dabei. Das Auto hatte nicht genug Benzin, damit sie so weit kamen, und daher wurde der Plan verworfen und sie stellten das Auto irgendwo anders ab. Die sogenannte Farm Crew beschäftigte sich dann damit, die Beweise zu eliminieren, doch es würde nichts bringen. Die Opfer wurden als letztes gesehen, als sie sich auf Celestines Farm begeben hatten, und sie wurden auch später in der Nähe der Farm aufgefunden werden. Celestine stand von Anfang an als ein Prime Suspect da. Der Ermittler, der diesen Fall bekam, sorgte noch am gleichen Tag, als die Leichen gefunden wurde, dafür, dass er einen Durchsuchungsbeschluss für die Farm von Celestine bekam. Celestine war immer noch damit beschäftigt, die Beweise zu vernichten, und er arbeitete auch schon an einem Alibi für die Tatnacht. Die Polizei durchsuchte dann am 8. April die Farm von Celestine und sie nahmen ihn auch mit, um ihn zu befragen. Celestine sagte den Behörden gar nichts, was brauchbar wäre, und er bestand darauf, dass er nichts mit der Tat zu tun hatte. Eine massive forensische Untersuchung auf der Farm kam aber zu einer anderen Ansicht, da zum Beispiel ein Schlüssel eines der Opfer im Kamin gefunden wurde. Die Polizei fand auch den geheimen Zugang zu einem Waffenlager, wo immer noch die Mordwaffen gelagert waren. Der Prozess begann dann am 9. Januar 2007, als alle 6 Verdächtigten vor ein Gericht gestellt wurden. Alle bekannten sich anfangs als nicht schuldig. Celestine und Sandham wurden ziemlich schnell als die treibenden Kräfte in diesem Fall behandelt. Es gab aber auch einen Kronzeugen in diesem Fall, der nur unter dem Namen MH bekannt ist. Celestine wurde in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Er muss mindestens 25 Jahre im Gefängnis absitzen, bevor er überhaupt die Chance bekommt, eine Bewährung zu bekommen. Celestine sitzt seine Strafe bis heute noch ab und es ist unklar, ob er jemals wieder die Zelle verlassen wird. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und damit bedanke ich mich fürs Einschalten.